durch den 78. Versuch, dieses Video aufzunehmen. Es geht heute um mehrere Zeiten aus dem Arbeitsheft zum Sprachbuch. Also, zuerst geht es einmal um Spielanleitungen. Du hast hier eine kurze und knappe Spielanleitung des Spiels Malefiz. Du sollst dir bitte zuerst einmal die Spielanleitung durchlesen und hier unten hast du auch ein Spiel, die Abbildung des Spielbrettes an sich. Und dann die Übung Nummer 2 kannst du gerne auslassen, aber die Übung Nummer 3 sollst du bitte machen. Die findest du auf der Seite 15 oben. Du sollst einmal ankreuzen, um welche Art von Spiel es geht. Bei der Übung Nummer 5 sollst du nun zu zweit, wirst du es vielleicht machen können, ansonsten alleine zu den einzelnen Abschnitten Teilüberschriften finden. Die könnten sein, also Ziel des Spiels, Material, Vorbereitung und ähnliches. Dann sollst du bei der Übung Nummer 6 die Abschnitte in die richtige Reihenfolge bringen und bei der Übung Nummer 7 sollst du entweder einsetzen, Fragen beantworten oder das Falsche durchstreichen. Auch diese Übung ist, glaube ich, nicht allzu schwierig. Ja, wie geht's weiter? Auf der Seite 26, dann muss ich jetzt, Achtung, schnell weiterblättern. Du schaust bitte schnell mit und blätterst ebenso auf die Seite 26. Hier geht es um die Satzglieder. Ja, die erste Aufgabe lautet, welche Satzglieder du hier findest, beziehungsweise welche Satzglieder du kennst. Bei der Übung Nummer 7 ist dies die Personalform als Teil des Prädikats zu unterstreichen. Das heißt, hier sollst du also hat, werden, nochmals werden, hatten, wirst, hatte, ist und war unterstreichen und beim letzten dann nur sprangen. Das ist eine flotte Übung. Bei der zweiten Aufgabe sollst du das Prädikat rot und das Subjekt blau unterstreichen. Und manchmal, wie du schon weißt, kann das Prädikat ja auch zweiteilig sein. Das heißt, an zweiter und an letzter Stelle stehen. Dann sollst du bei der Übung Nummer 9 alle Satzglieder unterstreichen. Also machen wir den ersten Satz gemeinsam. Julian, Subjekt, wird vorlesen, Prädikat. Uns, wem, ein O3, seine Eulenspiegelgeschichte, wem oder was, ein O4. Und wir haben schon alle Satzglieder gefunden. Mach auch bitte mit einem kleinen Strich die Trennung zwischen den einzelnen Satzgliedern. Es hilft, sie leichter zu bestimmen. Das geht beim nächsten Satz dann so mit Till, will, einem Wirt, einen Streich spielen. Till das Subjekt, will spielen das Prädikat. Einem Wirt, wem, O3, einen Streich, wen oder was. Und so geht das dann auch bei den anderen Sätzen so weiter. Bei der Übung Nummer 10 sollst du die Wortgruppen aus dem Rahmen im richtigen Fall, Achtung, einsetzen und dann nachher die Satzglieder bestimmen. Also Till zeigte seinem besten Freund das Seiltanzen. Till ist dann das Subjekt, zeigte Prädikat, seinem besten Freund ein O3 und das Seiltanzen ein O4. Wie geht's weiter? Bei den Einsatzübungen helfe ich dir noch kurz. Der Bursche wünschte dem mutigen Till viel Glück, viele Gaben dem Seiltänzer ihre linken Schuhe, Till gelobte seiner Mutter Besserung und der Schelm versprach der armen Frau zukünftiges Wohlverhalten. Also Till hat seiner Mutter versprochen, in Zukunft ein bisschen braver zu sein. Wie geht es dann auf der nächsten Seite weiter? Hier sollst du dir einen Till-Text durchlesen, der in der heutigen Zeit spielen könnte. Es ist etwas, was jetzt gerade in Zeiten von Homeoffice viele Eltern
zu tun haben, nämlich unglaublich viele E-Mails beantworten. Das ist ganz interessant, das Wort E-Mail kommt eigentlich vielleicht, wohl nicht, könnte man einen Rückschluss setzen auf, oder ziehen auf das Wort emailliert. Das ist ein spezieller Überzug für Geschirr, damit es hitzeresistenter ist, und ähnlich klingt auch das Wort E-Mail, aber nicht ganz so. Und hier soll man dann also unten die Lösung. Thiel Eulenspiegel will absichtlich das Wort E-Mail falsch verstehen. Es ist natürlich der E-Mail-Topf gemeint, und er deutet das Wort um und lässt daher alle E-Mails verschwinden. Ja, und schlussendlich geht es nochmals um Redewendungen. Die haben wir schon oft in den letzten Wochen durchgemacht. Und jetzt sollst du hier Übersetzungen für die verschiedenen Redewendungen selbst gestalten. Zum Beispiel gerade die erste Redewendung passt vielleicht jetzt relativ gut zur aktuellen Zeit. Wenn jemandem die Decke auf den Kopf fällt, dann hält es zu Hause nicht aus. Es ist ihm schon vielleicht unter Umständen unglaublich langweilig. Ja, und wenn jemandem ein Licht aufgeht, dann hat er nicht in seinem Zimmer das Licht eingeschaltet, sondern es ist ihm etwas eingefallen. Er hat eine Lösung verstanden. Und jetzt geht es noch auf die Seite 68, 69. Da muss man jetzt ein bisschen länger blättern. Gleich sind wir dort. Fast geschafft. Nur noch 20 Seiten. Ja, ja. Ah, es wird einem ganz schwindlig, wenn man da davor sitzt. Aber ich mache es jetzt trotzdem ausnahmsweise so. Ich hoffe, du hältst das aus. Sieh halt eventuell kurz weg, dann ist es für die Augen angenehmer. Ja, zur Seite 68. Hier geht es nochmal um die Satzglieder. Du sollst im Buch die Satzglieder zuerst durch kleine Striche trennen. Das schaffst du sicher selbstständig relativ gut. Das heißt, hier im Restaurant werden zahlreiche unterschiedliche Speisen angeboten. Für jeden Gast gibt es verlockende Freizeitangebote. Gibt es, kannst du zusammenlassen. Eine unterschiedliche Sprache ist für die meisten Kinder kein großes Problem. Und hier sollst du jetzt noch zusätzliche Attribute, das heißt Beifügungen, zu den verschiedensten Nomen finden, wie zum Beispiel der große Tennisplatz, der überdachte Tennisplatz, der kalte Badesee, das Neue, das Schnelle, das Kleine, das Große, die Drückenden, die Neuen, die Alten und so weiter, Wanderschuhe. Und dann noch hier auf der Seite 68, trenne die Satzglieder durch Striche und unterstreiche die Attribute gelb. Im ersten Satz ist es schon vorgezeigt, im zweiten Satz geht es so, mein neuer Freund Peter trägt stolz seine neue Badehose. Ja, das ist jetzt kein allzu schwieriger Satz, hier hast du zweimal neu, und im nächsten Satz schaffst du es vielleicht selber, gemeinsam planen wir die nächsten Unternehmungen. Hier hast du also wieder eine Beifügung, und so geht das auch in den nächsten Sätzen. Das heißt, du suchst, so ist es am einfachsten, immer die Adjektive, und dann hast du, ich helfe da ein bisschen mit, die Attribute gefunden. Er muss im Zelt der Kinder bleiben. Interessant, er muss im Zelt der Kinder. Okay, dann ist der Kinder das Attribut bleiben. Hier ist es dann eine kleine Wortgruppe, die zusätzlich zum Zelt beigefügt ist, um genauer zu beschreiben, wem das Zelt gehört. So, an dieser Stelle wünsche ich dir schöne Osterferien, und wir hören uns sicherlich nach den Ferien wieder, sehen hoffentlich auch bald.